Ich habe aufs Herz bekommen, heute mit dir über heilig, heilig sein zu sprechen und auch heilig zu leben. Denn wir, die wir Jesus Christus angenommen haben und Jesus Christus folgen, sind Heilige. Und wir sollen auch heilig leben. Und diese Botschaft ist auch eine Erinnerung daran, dass wir bestrebt sein sollen, heilig zu leben. Das wünscht sich der Herr. Wir schreien oft, ja, wir sind Heilige, wir, die wir Jesus Christus folgen. Aber wir wollen nicht heilig leben. Wir sind nicht bestrebt danach, heilig zu leben, sondern wollen oft mit unserem alten Leben weitermachen. Wollen genauso weitermachen. Wir nehmen Jesus an, wollen Jesus folgen, aber doch nicht so viel ändern. Und vor allen Dingen uns auch nicht anstrengen, heilig zu leben. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir auch keine Heiligen mehr. In der Bibel ist jeder ein Heiliger, der Jesus Christus im Glauben angenommen hat. Und hierzu möchte ich jetzt einige Bibelverse mit dir durchgehen und dich bitten, dass du deine eigene Bibel holst. Und dass du das nachschlägst in deiner eigenen Bibel. Im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 2 ist der Brief gerichtet an, jetzt kommt es, die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Hier siehst du schon, wir sind geheiligt in Christus Jesus. Wir sind berufen zu Heiligen. Und im Kolosser, Kapitel 1, Vers 12, heißt es, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Wow, wir haben Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Wir sind Heilige im Licht. Halleluja. Weil Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, verstehst du? Jesus Christus soll aus uns herausstrahlen. Wir sind die Heiligen Gottes, die Botschafter Jesu hier an Stelle Jesu. Paulus verabschiedet sich in dem Brief an die Philipper, nachdem er vorher seinen engsten Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Evangelium erwähnt hat, es grüßen euch alle Heiligen. Ja, das hat er geschrieben. Es grüßen euch alle Heiligen. Wir sind Heilige. Heilige, verstehst du? Halleluja. Im Brief an die Kolosser schreibt er, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Halleluja! Wir sind Heilige. Wir, die wir Jesus Christus folgen, Jesus angenommen haben, die wir im Heiligen Geist wiedergeboren sind. Wir, die wir Auserwählte Gottes sind. Halleluja. Und wir, die Heiligen, von denen die Bibel spricht, sind hier auf Erden. Ja, wir sind hier. Guck dich um. Halleluja. Die Heiligen der Bibel sind die Lebenden und nicht die Toten. Und jetzt möchte ich weiter mit dir im Kolosser Kapitel 1, Vers 26 lesen. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Wir sind die Heiligen Gottes. Halleluja. Und alle Geheimnisse sind uns offenbart. Durch Jesus Christus.
durch den Heiligen Geist in uns. Halleluja! Und mit dieser Botschaft möchte ich uns aber heute daran erinnern, dass wir, die wir von Jesus Christus zu Heiligen berufen sind, uns auch wie Heilige benehmen. Denn jetzt ist die Zeit, dass die Welt erkennt, dass wir wirklich anders sind. Wir können nicht als Vertreter oder Botschafter Jesu uns nicht nach den Maßstäben Gottes benehmen. Genauso mitmachen wie die Welt, in das gleiche Horn hineinblasen wie die Welt. Sondern wir haben Richtlinien von Jesus bekommen, wir haben die Gebote bekommen, dass wir bestrebt sind, uns danach zu halten. Und dass die Menschen erkennen, wir sind anders. Wir leben nach der Gerechtigkeit des Herrn. Wir lügen nicht, wir sind ehrlich. Denn dass wir Heilige sind, ist auch mit einem Aber verbunden, mit einer Aufgabe. Denn im Kolosser Kapitel 1, Vers 21, Vers 23 steht: Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Also wir sollen fest gegründet im Glauben bleiben und uns auch nicht abbringen lassen und das auch nicht nur einen Millimeter von der Hoffnung des Evangeliums, vom Wort Gottes. Und im Epheser Kapitel 5, Vers 3 bis 4 heißt es: Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Und im Kolosser Kapitel 3, Vers 12 bis 13 steht: Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Die Bibelstellen, die ich hier nenne, kommen übrigens aus meiner Bibel, also aus der Elberfelder Übersetzung. Also du hast gesehen und hoffentlich ist es im Herz angekommen und das gilt auch für mich. Wir sind die Heiligen, die Auserwählten Gottes. Wir sind die lebenden Heiligen hier und von diesen Heiligen spricht die Bibel. Aber wir sind auch aufgefordert von Jesus Christus jetzt mehr denn je, uns auch wie Heilige zu benehmen. Also lasst uns festhalten an dem Wort Gottes und uns nicht abbringen lassen vom Wege Jesu. Jetzt ist die Zeit, dass du dich ganz neu auf Heiligkeit ausrichtest, damit Jesus noch heller aus dir herausstrahlen kann und die Welt Jesus in dir erkennt. Halleluja! Lasst uns alle Unreinheit ablegen. Tu Buße darüber, jetzt, wenn es noch Unreinheiten in deinem Leben gibt. Wie zum Beispiel Internetpornografie. Das ist wirklich ein großes Thema unserer Zeit. Leg das ab. Lass dich da nicht verführen und verunreinigen. Dass deine Heiligkeit schmutzig wird und dass Dreck aus dir herausscheint und nicht Jesus, dass der Teufel keine Anrechte bekommt. Stille deinen Durst lieber an der Quelle des Lebens, an Jesus. Und hör auf, dir materielle Dinge anzuhäufen, die du nicht brauchst. Setze nicht das Geld, sondern Jesus an die erste Stelle. Lasst uns nach Güte und Milde und Demut streben. Aufhören, harte Worte gegen Schwächergestellte zu sprechen und voreilig zu urteilen. Lasst uns nicht mitmachen beim Schlechtreden über andere. Lasst uns Milde und Langmut haben bei den Leuten, die einfach noch nicht so weit sind für Jesus und einfach noch ihre Zeit brauchen. Lasst uns vergeben denen, die gegen uns sind.
Heiliger Geist, nimm du in uns zu. Wir wollen heiliger werden. Wir wollen dich, Jesus, gut repräsentieren. Und wir wollen dem nacheifern, Herr, was du von uns verlangst. Wenn du im Matthäusevangelium Kapitel 5, Vers 48 sagst, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, so lasst uns nach Vollkommenheit streben. Und wenn du, Jesus, uns im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 16 sagst, seid heilig, denn ich bin heilig, wollen wir bestrebt sein, heilig zu sein. Halleluja. Amen. Ich segne dich, der du die Botschaft gehört hast, mächtig in Jesu mächtigen Namen.